in Bremerhaven. Schön, dass ihr alle da seid. Moin, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Es wäre schön, wenn ihr noch mal so ein bisschen nach vorne kommt. Weiter können wir ganz viele Vertreterinnen und Vertreter unserer demokratischen Parteien begrüßen, die für Bremerhaven in der Verantwortung stehen. Kollegen, wir sind leider immer noch im Krisenmodus. Und schlimmer noch, der Krieg in Europa tobt mittlerweile seit über einem Jahr. Moin, ich bin gerne nach Bremerhaven gekommen, weil hier die Arbeitnehmerschaft einiges geleistet hat und einiges hinter sich hat. Aber vor allen Dingen, weil wir wollen, dass wir eine gute Zukunft vor uns haben. Morgen, am 2. Mai 2023, werden die Gewerkschaften in Berlin und an anderen Orten an einen sehr, sehr dunklen Tag erinnern. Nämlich 90 Jahre ist es her, nachdem die Nazis am 2. Mai 1933 die Gewerkschaftshäuser gestürmt haben. Und an diesem Tag sind Kolleginnen und Kollegen erschlagen worden, geschlagen worden, gefoltert worden, in die KZs deportiert worden und vernichtet worden. Aber auch anderswo, in Deutschland, in Europa, in der Welt, wieder ein Keim aufkommt. Es ist sozusagen das Angebot der rechten Seite zu spalten. Unser diesjähriges Motto zum 1. Mai lautet ungebrochen solidarisch. Das gilt den Menschen in der Ukraine, das gilt allen Werktätigen in diesem Land und das gilt vor allem euch, liebe Kolleginnen und Kollegen.